Maya, die Illusion des Selbst. Für den Frieden zu kämpfen, ist wie für die Stille zu schreien. Wir haben noch nie zuvor Zugang zu so viel Wissen gehabt wie heute. Wir sind tief in die materielle Welt vorgedrungen. Wir haben sogar das sogenannte Gott-Partikel entdeckt. Aber wir waren noch nie so eingeschränkt, so ignorant bezüglich dessen, wer wir sind oder wie wir leben. Es ist kein Maß von Gesundheit, einer zutiefst krankhaften Gesellschaft angepasst zu sein. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ich spiele keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights. Ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die Community. Und zwar ziehen wir uns heute den zweiten Teil von Teil 1 rein. Samadhi-Film 2017, Teil 1. Maya, die Illusion des Selbst. Da gehen wir jetzt rein, meine lieben Freunde. Erster Teil war schon sehr geil und prägend. Und ich habe Bock definitiv auf den zweiten Teil. Man kann hier sehr viel mitnehmen, sehr viel lernen. Lasst einen Daumen nach oben da, schreibt ein Kommentärchen. Abonniert den Kanal. Ich liebe euch. Der Peter geht los. Let's go. In der griechischen Mythologie wurde gesagt, dass die Götter Sisyphus dazu verdammten, eine bedeutungslose Tat für alle Ewigkeit auszuführen. Seine endlose Aufgabe war es, einen Felsbrocken, einen Berg hinaufzurollen, nur dafür, den Brocken wieder herunterrollen zu sehen. Krass. Brock it in, man, Alter. Gib mir die Sisyphus-Vibes, Bro. Der französische Existenzialist, Nobelpreisträger und Autor Albert Camus sah die Situation von Sisyphus als Metapher für die gesamte Menschheit. Er stellte die Frage: Albert Camus, okay, hau mal raus jetzt hier. Wie können wir in dieser absurden Existenz einen Sinn entdecken? Als Menschen sind wir endlos am Schuften, bauen auf ein Morgen, das niemals eintritt, nur um letztendlich zu sterben. Ist so. Diese Fragen, die stellen sich die meisten Menschen gar nicht mehr, aber was könnte der tiefere Sinn meines Lebens hier auf der Erde sein? So? Das ist eine Frage, die ich mir persönlich jeden Tag stelle und ja, ich glaube, dem auch immer näher komme, so, weißt du? Und umso näher du der Antwort auf diese Frage kommst, umso mehr Sinn macht dein Leben auch, so. Und umso mehr verstehst du auch, dass ganz viele Dinge, die wir denken, die uns glücklich machen oder die wir denken, dass das ultimativ ist, so, eigentlich gar nicht ultimativ ist, so, weißt du? Und die meisten Leute jagen Dinge, die sie eigentlich gar nicht wirklich wollen. Ist schon crazy. Wenn wir diese Wahrheit wirklich erkennen, dann werden wir entweder verrückt, wenn wir mit unseren Ego-Rollen identifiziert sind, oder wir erwachen und werden frei. Wir werden niemals in dem äußeren Kampf. Das ist krass, Bruder. Erfolgreich sein. Das ist eine Kakerlake, wa? Die ist so auf Händen unterwegs, Bruder. Das ist wild. Denn er ist nur eine Reflexion unserer inneren Welt. Der kosmische Witz, die Absurdität der Situation wird klar, wenn das Ego selbst versucht, durch seine vergeblichen Bestrebungen aufzuwachen. Und ich konnte gar nicht zuhören, weil ich das so faszinierend fand, wie diese Kakerlake das Ding gerade gerollt hat. Denn vollkommen versagt. Bruder, sieht aus wie ein Mensch, Digga, irgendwie. Weißt du, was ich meine? So krass. Mistkäfer, Alter. Mistkäfer, ey. Nein, Alter. Guck mal, wieder das Ding da runter, Digga. Krass. Einer schreibt gerade diese eklige Bazille, so, weißt du, was ich meine? Da merkt man, also an so einer Aussage merkt man halt schon, wie weit derjenige quasi, no front an der Stelle, aber weg ist von der Wahrheit im Endeffekt, so. Wer sich das anguckt und sagt, so ekelhafte Dings hier, ekelhafte Bazille, so.
Der hat das Leben nicht verstanden so. Der hat auch nicht verstanden, dass alle Lebewesen hier auf der Erde aus einem Grund sind so. Und dass jeder seinen Platz hat und jeder seine Bestimmung hat und jeder auch Wert hat. Und jedes Lebewesen aus einem Grund hier ist und die Sachen tut, die es tut so. Weißt du? Auch Mücken. Diese Diskussion hatte ich auch mit jemandem. Ey, Mücken sind Ding. Hat die gesagt, Mücken sind vom Teufel, Digga. Die sind nur für böse Sachen. Die stechen uns und so. Dies, das, bla, bla, bla. Was ist das für eine Perspektive? Weißt du, was ich meine so? Jedes Lebewesen hat eine Seele und ist was Göttliches so. Sonst hätte Gott es nicht erschaffen. Es hat alles einen Grund. Im Zen-Buddhismus gibt es ein Sprichwort. Vor der Erleuchtung hacke Holz, trage Wasser. Nach der Erleuchtung hacke Holz, trage Wasser. Vor der Erleuchtung muss man den Ball den Berg hinaufrollen. Nach der Erleuchtung muss man ebenfalls den Ball den Berg hinaufrollen. Was hat sich geändert? Der innere Widerstand zu dem, was ist. Der Kampf wurde aufgegeben. Oder vielmehr derjenige, der kämpft, wird als Illusion erkannt. Der Wille des Individuums oder der individuelle Verstand und der göttliche Wille oder höhere Verstand sind miteinander verbunden. Das Göttliche ist in uns. Wir können uns davon nicht trennen. So. Wir sind göttliche Wesen. Samadhi ist letztlich ein Ablassen von jeglichem inneren Widerstand bezüglich aller wechselnden Erscheinungen, ohne Ausnahme. Derjenige. Einer schreibt gerade, was soll denn zu viel sein? Verstehe ich nicht. Mensch, das habe ich ja vorhin auch schon erwähnt und das ist auch, ja, ist klar, dass jetzt die Leute, die nur Entertainment haben wollen oder nur halt unterhalten werden wollen auf eine gewisse Art und Weise und nicht die großen Fragen des Lebens sich stellen wollen, die wollen sich sowas auch nicht reinziehen, weißt du? Für die ist das zu viel. Die denken sich, Alter, was soll ich mich jetzt damit beschäftigen, was ich wirklich bin? Ich will einfach nur unterhalten werden. Danach will ich mir einen runterholen, ein paar Chips fressen und pennen gehen, so. Was laberst du mich hier voll, warum ich auf der Erde bin und Menschheit und so, bla bla bla. Ich verstehe das, Digga. Ich kann das verstehen. Deswegen, fehl am Platz gerade. Wer den inneren Frieden zu erkennen vermag, ungeachtet der Umstände, hat das wahre Samadhi erlangt. Du lässt nicht vom Widerstand ab, weil du das eine oder andere einfach billigst, sondern weil deine Freiheit nicht vom Äußeren abhängt. Und für mich ist es genau das Gegenteil so. Wenn ich mich wieder in deren Welt, wenn ich da wieder stattfinden würde, umgeben von nichts, von sinnlosen Dingen und von sinnlosen Gesprächen und sinnlosem Content und Dinge, die einem überhaupt nicht auf irgendeine Art und Weise weiterbringen, so. Oder mich umgebe mit Menschen, die so ein Leben leben. Für mich persönlich ein sinnloses Leben, so. Dann geht's mir schlecht. Dann brauche ich wieder sowas, damit ich wieder zurückfinde zur Wahrheit, Alter, zum Göttlichen, so. Und dann geht's mir wieder besser, so. Das passiert aber erst, wenn du dir gewisse Dinge einfach bewusst gemacht hast, so. Dann tut dir das gut, dir sowas anzugucken, weil es dich daran erinnert, was du eigentlich wirklich bist, so. Es ist wichtig zu beachten, dass wenn wir die Wirklichkeit so akzeptieren, wie sie ist, es nicht unbedingt heißt, dass wir aufhören, mit der Welt zu interagieren oder dass wir zu meditierenden Pazifisten werden. Tatsächlich kann das Gegenteil der Fall sein. Wenn wir frei sind zu handeln, ohne von unbewussten Beweggründen gesteuert zu werden, dann ist es möglich, im Einklang mit dem Tao zu handeln, mit der ganzen Kraft unserer inneren Energie. Facts. Viele werden argumentieren, dass, um die Welt zu verändern und Frieden zu schaffen, wir noch härter gegen unsere vermeintlichen Feinde kämpfen müssen. Für den Frieden zu kämpfen, ist wie für die Stille zu schreien. Das ist ein schönes Video, Digga. Es schafft nur noch mehr von dem, was du nicht willst. Heutzutage gibt es einen Krieg gegen alles. Einen Krieg gegen den Terror, Krieg gegen Krankheit, Krieg gegen Hunger. Was die Welt eigentlich wirklich verändern würde, ist, wenn wir uns diese Fragen stellen und in eine
selbst in eine Reise nach innen gehen so und versuchen uns selbst zu realisieren und harmonisch zu sein. So. Und dann so viele Menschen wie möglich damit anzustecken. Dadurch schaffst du Frieden. Weil so die Liebe ist immer stärker als Hass. Und umso mehr du Liebe bist, umso mehr du kämpfst nicht gegen irgendwas, du bist einfach nur was anderes. Und dann wird sich das andere von alleine auflösen. Du musst dagegen nicht kämpfen, weißt du? Jeder Krieg ist tatsächlich ein Krieg gegen uns selbst. Der Kampf ist Teil einer kollektiven Wahnvorstellung. Wir sagen, dass wir Frieden wollen, aber wir wählen weiterhin Oberhäupter, die sich am Krieg beteiligen. Wir belügen uns selbst. Wir sagen, wir sind für Menschenrechte, aber kaufen weiterhin Produkte, die in Ausbeuterbetrieben hergestellt werden. Wir sagen, wir wollen saubere Luft, verschmutzen sie jedoch weiterhin. Wir wollen, dass uns die Wissenschaft vom Krebs heilt, aber ändern nichts an unseren Selbstzerstörern. Gewohnten Verhaltensweisen, welche uns krank machen. Wir täuschen uns selbst, wenn wir behaupten, wir würden ein besseres Leben fördern. Wir wollen unsere verborgenen Teile, die das Leid und den Tod verzeihen, nicht sehen. Der Glaube, dass wir einen Krieg gegen Krebs, Hunger, Terror oder jeden Feind, der kreiert wurde, durch unser bloßes Denken und Handeln gewinnen könnten, lässt uns weiter im Irrglauben. Wir müssten nichts an der Art und Weise ändern, wie wir auf diesem Planeten vorgehen. Facts. Wir belügen uns selbst. Ich schwöre, dann führen wir Kriege im Außen, obwohl wir nicht mal selber den Krieg in uns gewonnen haben, beziehungsweise den überhaupt angetreten haben, so weißt du. Ich merke, dass umso bewusster ich geworden bin, umso mehr lege ich Wert darauf, was mit mir, also meine Beziehung mit mir selber, was da abgeht, so. Mit welchen Dingen, die ich tue, ich mir selbst schade, so. Warum fresse ich so viel Zucker? Warum esse ich Tiere, die gequält werden und einfach nicht gut behandelt werden heutzutage, so, weißt du? Warum trinke ich Alkohol? Warum nehme ich Drogen? Warum mache ich das? Warum mache ich dies? Warum ernähre ich mich so? Warum trinke ich nicht das? Warum mache ich nicht so? Und das sind Sachen, die wir verändern. Ich sage das ja immer wieder so, um die Welt zu verändern, musst du dich selbst verändern. Das ist der beste Weg, die Welt zu verändern, so. Und ich schwör's dir, Digga, ich habe vor 2-3 Tagen jetzt da, wo ich mit Maxwell unterwegs war, habe ich mal wieder Alkohol getrunken. Und ich schwöre dir, mein göttliches Gefühl ist mittlerweile so stark, als ich den ersten Schluck getrunken habe, hat es mir gesagt, was machst du hier, Digga? Das ist nicht richtig, Bro. Du kämpfst damit gegen dich selber. Du tust dir gerade weh, Bruder. So, ich habe es gespürt. Dann habe ich noch schnell einen Schluck genommen, damit ich das nicht mehr spüre, so, weißt du? Aber ich bin mittlerweile so weit weg von Alkohol trinken, das ist crazy, das war früher für mich Standard, war normal, weißt du, ich habe es gar nicht gefühlt, dass es irgendwie schlecht ist oder negativ oder so. Welt ist, wo die Revolution als erstes stattfinden muss. Nur wenn wir die Spirale... Genau das gleiche auch mit Pornos, Digga, so. Ich hab's irgendwann einfach gemerkt, Digga, dass ich damit mir selbst schade, so. Du machst das ist was... das ist falsch. Hör auf! Lebens direkt in uns fühlen können, wird die äußere Welt mit dem Tao in Einklang kommen. Bis dahin wird alles, was wir tun, mehr zum bestehenden Chaos beitragen, welches vom Verstand erschaffen wurde. Krieg und Frieden entspringen aus einem endlosen Tanz. Beide sind ein Kontinuum. Die eine Hälfte kann nicht ohne die andere existieren. So wie Licht nicht ohne Dunkelheit existieren kann, kann oben nicht ohne unten existieren. Die Welt scheint Licht ohne Dunkelheit zu wollen, Fülle ohne Leere, Glück ohne Traurigkeit. Ganz starke Dokumentation, Freunde, oder? Umso mehr der Verstand involviert ist, desto mehr zerlegt er die Welt. Jede Lösung, die aus dem egoistischen Verstand kommt, ist von der Idee angetrieben, dass es ein Problem gibt. Die Lösung jedoch zu einem noch größeren Problem wird als das, was es zu lösen versuchte. Mhm.
Ich finde, wie der die Sätze teilweise aufbaut, finde ich sehr, sehr inspirierend auch so. Wogegen du dich wehrst, bleibt bestehen. Wogegen du dich wehrst, bleibt bestehen. Menschlicher Einfallsreichtum schafft neue Antibiotika, nur um herauszufinden, dass die Natur immer schlauer und die Bakterien immer stärker werden. Facts. Trotz unserer besten Bemühungen im angehenden Kampf steigt sogar die Häufigkeit von Krebs. Die Zahl hungernder Menschen und auch die Zahl der Terroranschläge weltweit. Was ist falsch an unserer Herangehensweise? Wie der Zauberlehrling in Goethes Gedicht verfügen wir über große Macht. Jedoch besitzen wir nicht die Weisheit, sie zu nutzen. Das Problem ist, dass wir das Werkzeug, das wir verwenden, nicht verstehen. Wir verstehen den menschlichen Verstand nicht und kennen seine angemessene Rolle ebenfalls nicht. Die Krise entstand aus der Ich fand das, was Kurt Tepperwein im letzten Ding gesagt hat, was wir uns reingezogen haben, extrem, dass der Verstand eigentlich nur ein Instrument von uns ist, so, der auch Fehler macht, weißt du? Aber unsere Intuition, unsere Wahrnehmung eigentlich nie Fehler macht, so. Und wenn man sich so sieht, dass der Verstand ein Instrument ist, der Körper ein Instrument ist und dass wir diese Dinge nutzen können, dass unser echter Menschenkern diese Dinge benutzen kann, dann hat man schon eine Perspektive gewonnen, die einem extrem helfen kann, im Umgang auch mit Problemen und mit dem Leben an sich. Vierten konditionierten Art und Weise, in der wir denken, fühlen und das Leben erfahren. Unser Rationalismus hat uns der Fähigkeit beraubt, die Weisheit vieler uralter Kulturen zu erkennen und zu leben. Boom. Unser Ego-Denken hat... Wenn ich die Pyramide sehe, da geht mir immer das Herz auf. ...der Fähigkeit beraubt, die tiefe und profunde Heiligkeit des Lebens zu fühlen. Die Numinosität des Lebens zu spüren und völlig andere Bewusstseinsebenen zu realisieren, die der Menschheit fast gänzlich verloren gegangen sind. Ist so. In der alten ägyptischen Tradition waren Nethers archetypische Formen, deren Eigenschaften von denen verkörpert werden konnten, die ihre physischen und spirituellen Körper in einer solchen Art und Weise reinigten, dass sie dazu in der Lage waren, höheres Bewusstsein zu beherbergen. Der ursprüngliche Nether oder das göttliche Prinzip dieser Weisheit wurde als Tod oder Tehuti gekannt. Oft Teotihuacan, Digga. Wurde er als Schreiber mit dem Kopf eines Vogels oder Ibis dargestellt und präsentierte den Ursprung allen Wissens und Weisheit. Tehuti könnte als das kosmische Prinzip des Denkens oder der Gedanken beschrieben werden. Tehuti gab uns die Sprache, Konzepte, Schrift, Mathematik und alle Künste und Manifestationen des Verstandes. Geil, Digga, ich bin voll drin, Bruder. Nur denjenigen, die eine spezielle Ausbildung durchliefen, wurde es erlaubt, auf Tehutis heiliges Wissen zuzugreifen. Das Buch von Tehuti ist kein physisches Buch, sondern die Weisheit von Akasha und des ätherischen Raums. Die Legende erzählt, dass Tehutis Wissen an einem geheimen Ort tief in jedem menschlichen Wesen versteckt sein soll und einer goldenen Schlange beschützt wird. Der archetypische oder andauernde Mythos der Schlange oder des Drachens, der einen Schatz bewacht, ist ein Mythos, der viele Kulturen durchdringt.
Ich glaube, also das knüpft auch an dem an, was er gesagt hat, dass das in jedem, also in jedem selbst drinsteckt, so, weißt du? Das ist auch eine Sache, die ich schon immer spüre, so. Dass wir alle, und das sage ich auch immer wieder, wir haben alle was Göttliches in uns, wir sind alle göttliche Wesen, so. Und wir haben alle eigentlich die Wahrheit in uns installiert, aber wir müssen die halt finden, indem wir der Programmierung entkommen quasi so und unseren Kern kennenlernen. Deswegen meditieren Mönche jahrelang, gehen auf 3-Jahres-Retreats irgendwo in den Bergen, reden mit keinen anderen Menschen und meditieren eigentlich den ganzen Tag über 3 Jahre, weißt du, was ich meine? Um diesen Kern zu fühlen und zu spüren und der zu sein, so. Und das kann jeder von uns schaffen, meiner Meinung nach, so. Wir müssen es halt nur wollen und den Weg dann gehen. Und mit Namen wie Kundalini Shakti, Chi, Heiliger Geist oder innere Energie beschrieben wurde. Die goldene Schlange ist das Ego-Konstrukt, das in den inneren Energien gebunden ist. Bis es gemeistert und überwunden wird, kann die Seele nie in der Lage sein, die wahre Weisheit zu erlangen. So. Es wurde gesagt, dass das Buch von Tihuti nichts anderes als Leiden zu jeder Person bringt, die es liest. Obwohl man die Geheimnisse der Götter selbst finden würde und auch alles andere, was zwischen den Sternen verborgen ist. Was verstanden werden muss. Ich fühle auch, dass das die wahre Aufgabe von uns ist, das zu tun, was er da gerade beschreibt, so, weißt du? Das ist das, was wir tun sollten, nach was wir streben sollten, so. Alles andere ist Ablenkung davon, dass wir das Ego, wie er gesagt hat, das ist die Schlange, so. Dass wir diesen Materialismus jagen und wir denken, wir wollen das und dies und so und uns die ganze Zeit davon ablenken lassen, was eigentlich wirklich unsere Aufgabe ist. So. Und ich zähle mich mit dazu. Weißt du? Ich zähle mich mit dazu. Weil wir leben halt in dieser Welt, in der wir leben. So, man braucht sehr viel Mut dazu zu sagen, ich gehe jetzt diesen Weg und nur diesen Weg und egal was passiert, ich bleibe auf diesem Weg. Weil dann kommen natürlich auch sehr viele dann in Anführungszeichen Probleme damit einher. Finanziell, dies, das, bla bla bla, so und so. Und dann die ganzen Sachen halt, die ganzen weltlichen Geschichten halt, so weißt du. Aber ich glaube, man kann es trotzdem tun. Ich glaube, ich könnte einfach sagen, scheiß drauf, ich mache das jetzt und dann mache ich das und dann wird sich alles so ergeben, wie sich es ergeben soll. Ich glaube, wenn Gott sieht, dass einer von seinen Seelen auf der richtigen Reise ist, dann wird er ihn beschützen. So. Der wird ihn nicht verhungern lassen, so. Weißt du? Wird er nicht. Dass das Buch einem Individuum Leid brachte, das es las, während das Ego versuchte, es zu kontrollieren. In der ägyptischen Tradition wurde das erwachte Bewusstsein durch Osiris repräsentiert. Ohne dieses erwachte Bewusstsein, alles Wissen oder Verstehen, welches durch das begrenzte Selbst erlangt wird, wäre gefährlich, weil es von der höheren Weisheit abgetrennt ist. Das Auge des Horus muss offen sein. Die esoterische Bedeutung, die wir hier finden, ist ähnlich zu einer eher bekannten Geschichte vom Ausstoß aus dem Garten Eden. Das Buch von Tihuti läuft parallel zum Buch des Wissens von Gut und Böse, deren Frucht Adam und Eva zu essen verleitet wurden. Die Menschheit hat natürlich schon die verbotene Frucht gegessen, schon das Buch des Tihuti geöffnet und wurde aus dem Garten ausgestoßen. Digga, wir tragen diese Frucht mit uns. Wir tragen den Apfel mit uns heutzutage. Da ist er. Der soll uns immer schön wieder daran erinnern. Die Schlange ist eine Metapher für die Urspirale, die sich vom Mikrokosmos in den Makrokosmos ausdehnt. Heute lebt die Schlange als Du. Es ist der Ego-Verstand ausgedrückt in der manifestierten Welt. Wir haben noch nie zuvor Zugang zu so viel Wissen gehabt wie heute. Wir sind tief in die materielle Welt vorgedrungen. Wir haben sogar das sogenannte Gott-Partikel entdeckt.
Aber wir waren noch nie so eingeschränkt, so ignorant bezüglich dessen, wer wir sind oder wie wir leben. Wir verstehen die Mechanismen. Wir waren noch nie so wenig spirituell wie in der heutigen Zeit. Mechanismen nicht, mit denen wir Leid kreieren. Geil, Digga, diese Doku ist wie eine Meditation, ich schwöre dir. Ist wie eine heftige geführte Meditation. Es zieht mich voll, die Musik, seine Stimme und so crazy. Unser Denken hat die Welt erschaffen, wie sie jetzt ist. Jedes Mal, wenn wir etwas als gut oder schlecht bezeichnen oder eine Vorliebe in unserem Geist kreieren, ist es aufgrund des Entstehens der Ego-Strukturen oder der eigenen Interessen. Die Lösung ist nicht, für den Frieden zu kämpfen oder die Natur zu erobern, sondern einfach die Wahrheit zu erkennen, dass die Existenz der Ich-Struktur die Dualität erschaffen hat. Eine Spaltung zwischen dem Selbst und dem Anderen, mein und dein, Mensch und Natur, Inneres und Äußeres. Das Ego ist gewalttätig und um existieren zu können, braucht es eine Barriere, eine Grenze zu den Anderen. Ohne Ego gibt es keinen Krieg gegen irgendetwas. Es gibt keine Überheblichkeit, keine Übervorteilung der Natur, Gewinn zu produzieren. Diese externen Krisen in unserer Welt spiegeln eine schwere innere Krise wider. Wir wissen nicht, wer wir sind. Wir sind komplett mit unseren Ego-Identitäten identifiziert. Das ist bewusst so gewollt. Ihr müsst euch vorstellen, dass dieses Wissen, was er hier gerade teilt, die Menschen, die die Welt mehr oder weniger in der Hand haben, die haben dieses Wissen. Und die nutzen dieses Wissen gegen uns. Weil die ganz genau, die wissen ganz genau, wie der Hase läuft, so, weißt du? Die nutzen dieses Wissen, um uns zu versklaven. Um uns einzusperren, so, weißt du? Um uns so weit abzulenken, dass wir nicht auf diese Spur kommen und dass wir nicht dahin kommen. Von Ängsten verzehrt und von unserer wahren Natur abgeschnitten. Rassen, Religionen, Länder, politische Einstellungen. Jede Gruppe, der wir angehören, verstärkt alle unsere Ego-Identitäten. Fast jede Gruppe, die auf dem Planeten existiert, will ihre Perspektive als wahr und richtig beanspruchen. So wie wir es auf individueller Ebene ebenfalls tun. Indem sie behaupten, die Wahrheit wäre ihre eigene, hält die Gruppe ihre Existenz in der gleichen Weise am Leben, wie die Ego- oder Selbststruktur sich durch andere definiert. Mehr denn je koexistieren auf der Erde unterschiedliche Realitäten und polarisierende Glaubenssysteme. Es ist möglich, dass verschiedene Menschen mit völlig anderen Gedanken und emotionalen Reaktionen auf die gleichen äußeren Erscheinungen reagieren. In der gleichen Weise sind Samsara und Nirvana, Himmel und Hölle, zwei verschiedene Dimensionen, die die gleiche Welt einnehmen. Ein Ereignis, das dem einen apokalyptisch erscheint, könnte ein Segen für einen anderen sein. Trump, Digga, krasses Beispiel. Also, was immer offensichtlicher wird, ist, dass deine äußeren Umstände deine innere Welt in keiner Weise beeinflussen müssen. Facts. Samadhi zu realisieren, ist wie zu einem Rad mit Selbstantrieb zu werden, autonom zu werden, ein Universum für sich selbst. Wow. Deine Lebenserfahrung ist nicht von wechselnden Erscheinungen abhängig.
Eine Analogie kann mit Metatrons Würfel gemacht werden. Krasses Symbol auch, ne? Metatron wird in verschiedenen alten christlichen, islamischen und jüdischen Texten erwähnt und ist archetypisch auf den ägyptischen Neter Tehuti bezogen, als auch auf Hermes Trismegistus aus Griechenland. Krass, Digga. Das wäre, glaube ich, auch ein Tattoo für den Brother Lovelock. Metatron ist eng mit dem Tetragramm verbunden. Das Tetragramm ist das grundlegende geometrische Muster, die Vorlage oder ursprüngliche Ausstrahlung der physischen Realität, welche als das Wort Gottes oder der Logos bezeichnet wird. Hier sehen wir eine zweidimensionale Darstellung der Figur, aber wenn du sie dir auf eine bestimmte Weise anschaust, siehst du einen 3D-Würfel. Wenn du den Würfel siehst, hat sich an der Figur nichts geändert. Aber dein Geist hat deinem Sehen eine neue Dimension hinzugefügt. Boah, geil. Dimensionalität oder eine Perspektive hängt einfach davon ab, wie man sich an eine neue Weise gewöhnt, die Welt wahrzunehmen. Eine der geilsten Videos, die ich mir je angeguckt habe. In der Realisierung von Samadhi werden wir frei von Perspektiven oder frei, neue Perspektiven zu erschaffen. Weil es kein Selbst mehr gibt, das an einer bestimmten Sichtweise hängen würde. Die größten Geister der Geschichte der Menschheit wiesen oft auf die Ebenen des Denkens hin, die jenseits der begrenzten Selbststruktur liegen. Einstein sagte, das wahre Maß eines Menschen wird in erster Linie dadurch festgelegt, mit welchem Maß und Sinn er die Befreiung vom Selbst erlangt hat. Krass. Einstein am Ende auch sehr viel realisiert so und selbst seine eigenen Theorien hinterfragt, Relativität etc. Es ist nicht so, dass das Denken und die Existenz des Selbst schlecht wären. Denken ist ein wunderbares Werkzeug, wenn der Mind/Verstand in den Dienst des Herzens tritt. In Vedanta wird gesagt, dass der Verstand ein... Ich finde die Übersetzung Verstand nicht so geil, Digga. Ich finde Mind ist treffender als Verstand irgendwie. Aber es ist das Gleiche, ne? Guter Diener ist, jedoch ein schlechter Meister. Ein guter Diener, jedoch ein schlechter Meister. Geil, Digga. Ich bin voll da, meine lieben Freunde. Einer sagt Leon in Trance. Bruv, ich bin drin. Ich bin voll. Man merkt sogar in meiner Stimme, wie das beruhigt mich. So. Es tut mir gut gerade. Das Ego filtert die Wirklichkeit ständig durch die Sprache und durch Labels, während es ununterbrochen urteilt und eine Sache der anderen vorzieht. Wenn der Verstand und die Sinne dein Meister sind, werden sie unendliches Leid erschaffen. Endloses Verlangen und Abneigung, was uns in der Matrix des Denkens einschließt. Wenn du Samadhi realisieren willst, urteile nicht über deine Gedanken als gut oder schlecht, finde stattdessen heraus, wer du bist, vor den Gedanken, vor den Sinnen. Wenn alle Labels fallen gelassen werden, dann ist es möglich, die Dinge so zu sehen, wie sie wirklich sind. In dem Moment, wo einem Kind erzählt wird, was ein Vogel ist, und es glaubt, was ihm gesagt wird, wird es nie wieder einen Vogel sehen. Boah, Digga, oh, shit, bro. Sie Digga. Sehen nur ihre Gedanken. Scheiße. Was eine geile Dokument. Ich bin gerade ich fühle mich gerade, als ob ich einen Trip, als ob ich Dings hier Pilze genommen habe oder auf Ayahuasca bin. Krass. Boah.
Die meisten Leute denken, dass sie frei, bewusst und wach wären. Wenn du glaubst, du wärst schon wach, warum solltest du dann die schwierige Arbeit auf dich nehmen, um etwas zu erreichen, das du deiner Meinung nach schon erreicht hast? Bevor es möglich ist, zu erwachen, ist es notwendig zu akzeptieren, dass du in der Matrix schläfst. Untersuche dein Leben auf ehrliche Weise, ohne dich selbst zu belügen. Kannst du deine roboterartigen, sich wiederholenden Lebensmuster stoppen, wann immer du willst? Kannst du aufhören, Vergnügen hinterherzujagen oder Schmerz vermeiden zu wollen? Bist du süchtig nach bestimmten Lebensmitteln, Aktivitäten oder einem bestimmten Zeitvertreib? Urteilst, kritisierst und tadelst du dich ständig selbst und andere? Versucht dein Verstand unablässig nach neuen Stimulationen zu suchen? Oder bist du völlig erfüllt in Stille? Reagierst du darauf, wie Leute über dich denken? Suchst du Zustimmung? Ich persönlich, wenn ich ehrlich zu mir selbst bin, muss ich leider bei sehr vielen von diesen Fragen noch Ja sagen. So. Was ich schon geschafft habe, ist mir dessen bewusst zu werden, schon in den Momenten, wo ich das tue. So. Das ist der erste Schritt in die richtige Richtung, meiner Meinung nach. Aber nichtsdestotrotz hat das immer noch Effekte auf mich, auf jeden Fall. Tiefe Unterstützung? Sabotierst du Situationen in deinem Leben? Die meisten Menschen erfahren ihr Leben heute auf die gleiche Art und Weise, wie sie es morgen und in einem Jahr von jetzt an erfahren werden. Selbst in 10 Jahren noch. Wenn du anfängst, deine roboterartige Natur zu beobachten, wirst du mehr und mehr aufwachen. Ja. Beginnst, die Tiefe des Problems zu erkennen. Dazu ist es auch so wichtig, mal aus seiner gewohnten Umgebung auszubrechen, so weißt du? Dieses hier in Mexiko zu sein und hierher zu kommen, so ohne Familie, ohne Freunde, ohne nichts, so, das hat so einen heftigen Effekt auf diese Geschichten gehabt bei mir persönlich, so. Weil du bist aus dem Alltag, du bist aus deiner Komfortzone komplett raus, du bist in einem neuen Land mit neuer Sprache, neuer Kultur, neue Energie. Und reflektierst dich auf eine ganz andere Art und Weise so. Du wirst dir Sachen bewusst, die du dir niemals bewusst gewesen wärst, wenn du einfach da geblieben wärst, wo du schon immer warst. Weißt du? Im Endeffekt so. Du liegst in einem tiefen Schlaf, in einem Traum verloren. Wie die Bewohner von Platos Höhle werden die meisten, die diese Wahrheit hören, nicht dazu bereit, oder dazu fähig sein, ihr Leben zu ändern, weil sie zu sehr an ihren vertrauten Mustern hängen. Wir rechtfertigen unsere Muster sehr ausführlich, während unsere Köpfe im Sand stecken, anstatt der Wahrheit ins Antlitz zu blicken. Wir wollen unseren Retter, aber wir sind nicht bereit, selbst ans Kreuz genagelt zu werden. Was würdest du dafür bezahlen, um frei zu sein? Erkenne, dass wenn du deine innere Welt änderst, du auch bereit sein musst, dein äußeres Leben zu ändern. Deine alte Struktur und deine alte Identität muss zur toten Erde werden, aus dem neues Wachstum entstehen kann. Du musst erst sterben, bevor du leben kannst. Und das ist hart, es tut weh. Vor allem, wenn du noch ein großes Ego hast, aber es lohnt sich. Der erste Schritt zum Erwachen ist zu erkennen, dass wir mit der Matrix des menschlichen Verstandes, mit der Maske identifiziert sind. Etwas in uns muss diese Wahrheit erkennen, damit wir aus unserem Schlaf erwachen. Da ist ein Teil von dir, etwas Zeitloses, das die Wahrheit schon immer wusste. Die Matrix des Verstandes lenkt uns ab, unterhält uns, hält uns in endlosem Tun fest, konsumierend, habgierig, in einem Zyklus von Verlangen und Abneigung mit ständig wechselnden Formen,
was uns vom Erblühen unseres Bewusstseins abhält, von unserem evolutionären Geburtsrecht von Samadhi. Krankhaftes Denken gilt als ein normales Leben. Ist so. Sobald du anders denkst, bist du verrückt, wirst du als Verrückter von den meisten hingestellt, so. Wenn du nicht selbst krank bist, so. Und die Kranken wollen das Kranksein rechtfertigen, das ist so crazy eigentlich, ne? Deine göttliche Essenz wurde versklavt, identifiziert mit der begrenzten Struktur des Selbst. Die große Weisheit, die Wahrheit, wer du bist, liegt tief in deinem Wesen begraben. Krishnamurti sagte, es ist kein Maß von Gesundheit, einer zutiefst krankhaften Gesellschaft angepasst zu sein. Facts. Die Identifikation mit dem Egoverstand ist die Krankheit. Und Samadhi ist die Heilung. Brutal. Ich schwör's dir. Geil. Woo! Das ist eine heftige Reise, so ein Video reinzuziehen. Ich schwör's dir. Geil, dass ich darauf gekommen bin, heute mir den zweiten Teil vom ersten Teil reinzuziehen. Es gibt noch einen zweiten Teil, der geht 1 Stunde 10 Minuten. Ich weiß nicht, ob es noch einen dritten gibt. Ich glaube, es gibt nur 2 Teile, glaube ich, ne? Aber ja, ey, für mich persönlich einer der drei. Hier ist noch ein dritter Teil, 1 Stunde 30 Minuten. Also wir haben da auf jeden Fall noch ein bisschen was vor uns und ich werde mir das reinziehen, so, weil das ist eine gute Geschichte. Man kann da sehr viel mitnehmen, man kann sich sehr gut reflektieren, man kann sich sehr gut selbst kennenlernen, wenn man einfach mal zuhört, ohne Ego, und einfach versucht mal, ja, das einfach mal zuzuhören, so. Und sich Fragen zu stellen, weißt du? Ich liebe euch, meine lieben Freunde. Schreibt eure Gedanken dazu unten in die Kommentare rein. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Peace out. Einer schreibt gerade, ich feiere deine Begeisterungsfähigkeit. Wenn ich sowas gucke, werde ich immer zum Kritiker. Ich mag es nicht, wenn es mit Musik, hypnotischer Stimme und Filmausschnitten, ich denke, Wahrheiten haben solche Special Effects nicht nötig und lassen sich meist in wenigen Worten zusammenfassen. Was sagst du dazu? Ernste Frage. Sehe ich anders. So. Ich bin überzeugt davon, dass auch Frequenzen in dir was auslösen können und das. Bro, es gibt so viele Sachen, die ich jetzt dazu sagen könnte. So, du bist halt ein heftiger Skeptiker. Bleib ruhig auch so ein heftiger Skeptiker. Ich bin ein begeisterungsfähiger Geist, so, der immer so bleiben wird. Und das ist für mich, habe ich gelernt, ich bin immer noch wie ein kleines Kind, so, weißt du, bei fast allen Themen. Und wie er vorhin selber gesagt hat, so, sobald dir einer sagt, das kleine Kind, was einen Vogel gesehen hat, und die Eltern ihm sagen, das ist ein Vogel, wird er nie wieder einen Vogel sehen, so, weißt du? Und ich würde das vergleichen mit meiner Begeisterungsfähigkeit, die für immer bis zum Tod genau so bleiben wird, so. Du wirst, wenn ich 90 bin und mir hier auf Twitch, falls ich noch hier bin, mir irgendwas Neues reinziehe, die gleiche Begeisterungsfähigkeit in meinen Augen sehen wie jetzt gerade, so, weißt du? Weil das gehört einfach dazu und ich habe für mich gelernt, dass ich so am besten mich weiterentwickle, am besten neue Dinge lerne, mit Liebe, mit Begeisterungsfähigkeit, mit offenem Mindset, Digga, weißt du? Und nicht mit dieser Skepsis und dieser, nein, das kann nicht. Und wenn da Musik drunter liegt, dann kann das nicht die Wahrheit sein, weil die Wahrheit würde auch krass sein ohne Musik. Das ist Ego, das ist so, ich weiß alles besser und ich lasse mir nichts beibringen, so, weißt du?
das ist eigentlich egal, ob da jetzt Musik drunter lag oder was seine Stimme gesagt hat oder nicht. Wenn du ein bewusster Mensch bist, der ein offenes Herz hast, dann fühlst du, was richtig und was falsch ist. So. Und dann fühlst du, was dir gut tut und was dir nicht gut tut. So. Und dann ist es, dann beurteilst du das nicht, sondern du nimmst die Dinge an einfach. So. So. Deswegen, ja, das ist meine Antwort dazu.